Thank you.
Flug in den Himalaya, zu den Bergen unserer Sehnsucht, vorbei am Nanga Parbat. Landung in Gilgit. Der Erste, noch ganz benommen von dem Flug, trägt sein Frühstück bereits mit in der Tüte. Großartig der Empfang. Der Resident des Gilgit-Distrikts persönlich. Legationsrat Knips von der deutschen Botschaft stellt vor. Der Landessitte gemäß behängt man uns mit Blumenkränzen, wie zu einem Almauftrieb. Ein feierlicher Staatsakt bereitet sich vor. Wenig feierlich der Urial, das Maskottchen der Gilgit Scouts, der pakistanischen Gebirgstruppe. Behutsam versucht man ihn herunterzulocken, nicht auszudenken, wenn er vor Schreck auf den Thronsessel. Aus den Händen des Residenten empfängt der Expeditionsleiter das Gipfelzeichen für den Nanga Parbat, die Flagge Pakistans. Auf der Gast nach Pakistan! Berg heil! Berg heil! Berg heil! Jemini Asriya Zindabad! Jemini Asriya Zindabad! Jemini Asriya Zindabad! Thank you.
Die Vorausabteilung mit Dr. Frauenberger und Hermann Buhl ist zur ersten Etappe gestartet. Auf demselben Weg folgt das Gros der Mannschaft mit Lasteseln. Auswiegen und Verteilung der Lasten an die Träger. Legationsrat Knips unterstützt dabei die Expedition, hilfreich wie immer. Er dolmetscht für uns Englisch und Urdu, die Sprache der Eingeborenen. Während die Spitzengruppe Tage voraus den Indus überschritten und oberhalb der Märchenwiese das vorläufige Hauptlager errichtet hat, verlässt die Nachhut mit den letzten Lasten erst Talitschi.
dem Gedenken an die Toten der Unglücksexpedition des Jahres 1937, gilt diese Tafel am letzten Pfeiler der Rakio-Brücke. Märchenwiese. Das vorläufige Hauptlager in 3650 Meter Höhe ist von der Spitzengruppe errichtet worden. Der Lagersahib, Fritz Aumann, für die Verpflegung und Ausrüstung verantwortlich, verteilt an die Hochträger warme Kleidung. Ihrer neuen Kostümierung schwingen unsere Hochträger das Tanzbein. Der Höhenlage angepasst, Ball in Unterhosen. Hierzulande trägt man schon immer das Hemd außerhalb der Hose. Die Arbeit geht weiter. Kölnsberger und Buhl beim Packen. Fritz Aumann stellt die Lasten für den Transport hinauf zum Basislager zusammen. Der Expeditionsleiter und Arzt Dr. Herlikhofer verabreicht den Trägern Augentropfen zum Schutz gegen die ultravioletten Strahlen auf den Schneeflächen hinauf zum Basislager. Prachtvolle Typen, diese Hunza-Träger. Für seine völkerkundlichen Studien von Hermann Buhl fotografiert. Vor so einem Prachtexemplar macht selbst der Sahib einen Kniefall. Otto Kempter treibt Höhenkosmetik vor dem Abmarsch. Thank you.
Peter Aschenbrenner, der bergsteigerische Leiter der Expedition, freut sich, dass es endlich aufwärts geht. Drei bis fünf Stunden steigen die Träger hinauf zum Basislager. Das Hauptlager, die Basis für die Errichtung der Hochlager, ist ausgebaut. Bis zum Lager 1 sind 500 Meter Höhe zu überwinden. Vor dem Abmarsch der ersten Staffeln in die Hochlager sammelt sich die Expeditionsmannschaft ein letztes Mal auf der Lagerkuppe. Wir geloben. Wir geloben. In dem Ringen um einen der höchsten Gipfel unserer Erde. In dem Ringen um einen der höchsten Gipfel unserer Erde. Ehrenhafte Kämpfer zu sein. Ehrenhafte Kämpfer zu sein. Die Gesetze der Kameradschaft zu achten. Die Gesetze der Kameradschaft zu achten. Und uns mit ganzer Kraft für die Erreichung des hohen Zieles einzusetzen. Und uns mit ganzer Kraft für die Erreichung des hohen Zieles einzusetzen. Zum Ruhme der Bergsteigerei in der ganzen Welt. Zum Ruhme der Bergsteigerei in der ganzen Welt. Und zur Ehre unseres Vaterlandes. Und zur Ehre unseres Vaterlandes. Auf unserer Expedition Bergheil. Heil! 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 Thank you.
1000 Meter bis hinauf zum Platz des Lagers 2, die anstrengendste und gefährlichste Etappe der ganzen Expedition. Wegen unheimlicher Lawinen muss bereits nachts aufgebrochen werden. Auf dieser Route währt das Ringen um die Überwindung der großen Eisbarriere hinauf gegen Lager 2 volle 3 Tage. Werden unsere Hunzerträger überhaupt durch dieses Inferno gehen? Das ist die große Frage, die uns in diesen Tagen bewegt. Peter, schau, die gehen ja völlig falsch. Geh mal her. Die müssen sich viel mehr nach rechts halten. Meinst? Was meinst? Ja, tatsächlich. Die kommen ja viel zu weit nach links in die Eisbrüche rein. Die müssen raufkommen, rechts gegen die Wintergassen. Ruf doch mal rauf. Das werden wir gleich haben. Hallo, Spurtrupp. Halt! Bitte melden, bitte melden. Anruf von unten. Hallo. Ja? Was gibt's? Aha. Nicht links. Mehr rechts halten, meint ihr? Also passt auf, wir müssen uns viel mehr nach rechts halten. Also rechts, nicht links, gell? Viel mehr rechts, viel mehr rechts, ja. Rechts. Besser so. Thank you.
Leute! Zu den Deckung!
Vorbei, weitermachen. Seilen sichert Kuno Rainer unsere Träger über das letzte Bollwerk herauf. Der Stoßtrupp hat die Bresche geschlagen und oberhalb der Barriere Lager 2 errichtet. Tee, was? Nicht schlecht. Ja. Und jetzt lassen wir sehen, wo es morgen hingeht. Ja. Hier ist also der Rakjot-Peak. Links davon die Eiswand und dann der Platz fürs Lager 4. Ja. Und dann? Und das ist der Schaumrollengrat. Rechts gegen den Mohrenkopf. Ja, da droben liegen noch die Toten von 1934. Und wie geht's da weiter? Hier der Platz für Lager 3, da 4. Hier die Rakjot-Scharte, der Schaumrollengrat, der Silbersattel und das Plateau. Und das wäre der Gipfel. Ja, aber vorerst ist das der Weg für morgen. Nicht schlecht. Unter diesen Wolkenkratzern aus Eis hindurch. 900 Meter Höhe zu überwinden bis zu unserem Lager 3. Das ist doch da, wo früher die Lager 4 gestanden sind, nicht? Ja, ganz recht.
Lager 3 in 6200 Meter Höhe. Dieser Platz war als Akklimatisationsbasis gedacht. Chronischer Trägermangel verhindert einen planmäßigen Ausbau. Der Stürme wegen werden die Zelte tief eingegraben. Auch hier oben herrschen Temperaturen bis zu minus 25 Grad Celsius am Morgen im Freien, bis zu minus 16 Grad im Zelt und wenige Stunden später in der Sonnenglut 35 bis 40 Grad Wärme. Ah! Tiroler Speck, so ein Drum. Wo mit dem Messer? Peter Aschenbrenner, nun schon zum dritten Mal am Nanga Parbat, teilt väterlich aus. Ja, merci. Die ist halt hin. Dankeschön. Da, magst? Geh, das ist doch ein Mohammedaner, der isst doch keinen Speck. Ich bin froh, dass ich katholisch bin. Ah, merci. Kuno Reiner, unser bester Mann in der Anfangsphase des Kampfes am Berg und hier sein Kontoauszug. Lager 1 bis 4 von ihm errichtet. Spurarbeit und der Vorstoß über die Rakiolwand haben ihn hart mitgenommen. Mit schwerer Angina muss er vorzeitig ins Basislager zurück, zu einer Zeit, da uns eine alarmierende Meldung erreicht. Was? Hä? Was ist los? Ja, der Everest? Was? Der Everest ist gefallen. Mensch, allerhand. Nicht schlecht. Na, was sagt's jetzt? Prima. Alle Achtung. Sauber. Egal, Leute. Wir machen weiter. Kommt, das ist ein Grund zum Trinken. Geh, pass auf, mein Frack. Prosit. Prost, Walter. Merci. Prost, hoch der Everest und seine Bezwinger. Albert Bitterling, der Meteorologe auf seiner Station im Basislager. Exakte Wetterbeobachtungen sind die Voraussetzung für die Angriffsplanung. In mühseliger Kleinarbeit werden die Werte von Schleuderthermometer, Wolkenspiegel und anderen Instrumenten registriert und zu einem Wetterbericht zusammengefasst. Karl, da wäre mein neuer Wetterbericht. Zunehmende Verschlechterung, Temperaturrückgang, ach was. Hallo Basecamp, hallo Basecamp, bitte melden, bitte melden. Hallo Basecamp, hallo Basecamp, bitte melden, bitte melden. Hallo Basecamp, bitte melden. Die Basecamp? Ja, Moment mal, Moment. Du, Karl, der Walter möchte ich sprechen. Was ist denn los? Du weißt doch, ich hab doch jetzt keine Zeit. Ja, Walter, wach mal einen Augenblick, bleib mal parat, ich hab den Kuno gerade zu verarzten. Du, Albert, wir möchten morgen zum Lager 4 am Rakiotweg starten und übermorgen schon Lager 5 gegen den Mohrenkopf vortreiben. So, erledigt. Einen Augenblick, Walter, der Karl ist jetzt gerade fertig. Moment noch, ich übergebe. Ja, Walter, was gibt's oben? Irgendwas Neues, hm? Wir wollen morgen zum Lager 4 am Rakiotweg starten, um Lager 5 am Mohrenkopf zu errichten. Vorausgesetzt natürlich. Vorausgesetzt was? Braucht ihr denn noch irgendwas da oben? Natürlich, wir brauchen vor allem Trägerproviant. Das ist alles unterwegs. Zucker, Ghee, Petroleum, Chabatis muss heute noch in Camp 3 eintreffen. Ihr könnt euch fest darauf verlassen. So, wie wird's Wetter? Sau schlecht. Sei ruhig, alter Unke. Mach dir keine Illusionen mehr, der Monsun ist da, wir können einparken. Feierabend, Schluss! Na, es wird schon gehen. Mach's gut. Die nächste Sendezeit morgen wie gewöhnlich. Aber bevor ihr endgültig startet. Servus.
Du kannst machen, was du willst. Es ist aus. Naja, soll ich Sie denn heute schon mit Schlechtwetternachrichten belasten? Soll ich Ihnen schon jetzt das Herz schwer machen? Komm lieber her, der Tee ist fertig. This is Radio Pakistan, Rawalpindi Station. Passt auf, calling. Gleich kommt jetzt unser Wetterbericht. Here is the latest weather forecast for the Austro-German Nanga Parbat expedition. Attention. We are calling again the Austro-German Nanga Parbat expedition. Achtung. Nanga Parbat Expedition. Is approaching the first mountain. Der Monsun hat den Gebirgsrand erreicht. Attention, please. The monsoon will in a couple of hours engulf your camp bases. Und wird in wenigen Stunden ihr Operationsgebiet überfluten. Na, was habe ich denn gesagt? Aber ihr glaubt ja einem alten Fachmann nichts. Na Karl, was meinst du dem Wetter? Ist das nicht unglaublich? Ja, davon versteht er ja alle nichts. Ihr Wettermacher, jetzt ja alles Flaschen. Es sieht wirklich nicht schlecht aus da oben. Die Wolkenqualle ist zwar kein gutes Zeichen und nach mir und dem Monsunbericht müsste eigentlich längst Schneesturm sein. Trotzdem glaube ich, können wir es riskieren. Du, es ist übrigens schon Funksprechzeit. Wir müssen runter ins Lager. Der Walter wartet dringend auf unseren Anruf. Was meinst du? Was machen wir? Ja, ich würde es riskieren. Es ist, wie gesagt, nicht schlecht und es sind doch lauter alte Hasen da oben. Die wissen schon, was geht und ja, was nicht geht. Ja, wenn du meinst, gut. Geh mal. Hallo Basecamp, hallo Basecamp, bitte melden, bitte melden. Hallo Basecamp, bitte melden. Ah, Herr Gott, ihr Schlafmützen. Hallo Basecamp, hallo Basecamp, bitte melden, bitte melden. Meldet euch doch endlich, wir wollen doch los. Hallo Basecamp, hallo Basecamp. Warum meldet ihr euch nicht? Sitzt ihr auf die Ohren? Warum geht denn niemand an ein Apparat? Hallo Walter, was gibt's? Ich will wissen, ob wir starten können, wenigstens bis zum Mohrenkopf. Das Wetter schaut gar nicht so schlecht aus bei uns hier. Ja. Warte einen Moment, der Karl ist da. Hey Karl, du bist verlangt. Grüß dich, Walter. Das Wetter ist nicht schlecht, sagst du? Nein, der Sturm scheint zu reinigen. Na schön, habt ihr alles. Sauerstoffgerät, Sturmzelt. Jawohl, für 5 Tage reichen. Brennstoff. Sind die Medikamente ausreichend? Ja, genügend. Habt ihr Panutin und Pervitin? Ja, ja. Na, dann macht's gut. Wir halten euch die Daumen. Hals- und Beinbruch. Ja, alles dann Ende. Servus. Gott gib's, dass es diesmal gelingt. Fast der ganze Monat Juni ging vorbei, um mit einer Handvoll Träger Lager 3 auszubauen. Mit dem Hochschleusen der Lasten nach Lager 4 und der Sicherung der Eiswand hinauf zur Rakio-Scharte verstrich weitere kostbare Zeit. Die Arbeit glich einer Abnützungsschlacht und nur wenige Expeditionskameraden und Träger waren überhaupt noch einsatzfähig. Der Weg vorbei an dem Eisgrab der 16 Kameraden von 1937 ist eine ständige Mahnung. Trotz der Monsunwarnung rüsten wir am 27. Juni in Lager 3, um noch einmal mit vereinten Kräften gegen den Rakio-Peak vorzustoßen. Thank you.
Ein letzter Versuch von Buhl, Kempter, Frauenberg und Kölnsberg am 28. Juni, die Racke und Eiswand zu stürmen und über sie hinweg den Mohrenkopf zu erreichen, erstickt in dem unheimlichen Schneesturm dieses Tages. Lasst alle Hoffnung fahren. Lasciate ogni speranza. Am 30. Juni klart es überraschend auf. Der Karakoram in seiner ganzen strahlenden Schönheit. Der Silbersattel, das Tor zu unserem Gipfel, steht weit offen. Gewissenhaft und zuversichtlich werden die letzten Vorbereitungen getroffen, um diese einmalige Wetterchance zu nützen. Am 2. Juli starten wir, das heißt Hermann Buhl, Dr. Frauenberger, Otto Kempter und Hans Ertl, von Lager 4 in 6700 Meter Höhe. Wir steigen die Racke und Eiswand hoch. Frauenberger schleust unsere vier Träger hinterher. Die Rakiocharte ist erreicht und damit die 7000 Meter Grenze. Rechts unter uns sind die Zelte von Lager 4. Hoch über uns der Gipfel des Nanga Parbat. Thank you.
Lager 5 in 6.900 Meter Höhe ist am 2. Juli abends von Buhl und Kempter bezogen, die von hier aus gegen den Gipfel vorstoßen wollen. Frauenberger und Ertl sind hinab ins Lager 4, um tags darauf weitere Lasten in Sturmausgangslager 5 zu bringen. 1.400 Meter Höhenunterschied trennen die Spitzengruppe vom Gipfel. 3.000 Meter tiefer liegt das Basislager mit der übrigen Expeditionsmannschaft. So ist die Situation in den entscheidenden Tagen des 2., 3. und 4. Juli. Hallo Basecamp, hallo Basecamp. Ja, Fritz ist am Apparat. Walter, was gibt's denn Neues bei euch? Der Angriff rollt. Buhl und Kempter sind schon im Morgengrauen von Lager 5 aus gestartet. Du, Karl, sind unterwegs. Der Angriff rollt. Buhl hat heute Morgen um 7 Uhr den Silbersattel überschritten. Ihr habt schon gehört, den Silbersattel überschritten. Prima, blendend. Und bändig. Da haben wir wirklich mal wieder Glück gehabt. Hoffentlich klappt doch sonst alles. Vielleicht ist der Gipfel schon gefallen. Beobachte weiter, hörst du? Wir bleiben am Apparat. Nee. Im Morggrauen des 3. Juli also haben Hermann Buhl und Otto Kempter das Sturmausgangslager 5 in 6.900 Meter Höhe verlassen und sind über den Schaumrollengrat zum Silbersattel emporgestiegen. Zurückbleiben ein einsames Zelt und zwei Kameraden, letztere sprungbereit zu helfen. Zurück bleibt aber auch dicht hinter dem Sattel Otto Kempter. Die Grenze seiner Leistungsfähigkeit war dort erreicht und er muss am Abend des gleichen Tages wieder hinab ins Lager 5. Hermann Buhl aber schreitet weiter. Mutterseen allein und ohne Sauerstoffgerät geht er den Gang seines Lebens. Zuerst über das endlose Plateau hinweg, hinüber zur Diamirscharte. Quert den Vorgipfel zur Batzingscharte. Steigt hinauf den Sägezahngrat der Schulter mit schwersten Kletterstellen. Schwingt sich hinweg über die Abgründe. 5000 Meter. Schießt die Ruppalwand zur Talsohle hinunter. Am Abend um 7 Uhr endlich steht er auf dem Gipfel des Nanga Parbat in 8.125 Meter Höhe. Der erste Mensch auf diesem einsamen Fleck seit Bestehen unserer Erde. Der Rückweg noch am gleichen Abend, das Biwak in der Nacht auf einer teebrettgroßen, abschüssigen Felsplatte, und der letzte, furchtbare Kampf um die Rückkehr zum Lager 5 und zu den Kameraden sind die weiteren Stationen Hermann Buhls am 4. Juli. Fast unerträglich ist der Kampf gegen die Einwirkungen der Höhe und einer unheimlichen fremden Welt. Getrieben, geschoben, gezerrt und genarrt vom eigenen Schatten. Eine einmalige Leistung. Eine wahrhaft olympische Tat. Heute, schon fast Legende, erhebt sich in Visionen über den grauen Alltag unserer Zeit.
Thank you.
Jindabad! 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 I congratulate you, sir. Very well done indeed. Thank you very much. I congratulate you, sir. It's a very good piece of work. Thank you. Ursa Tiger Zindabad! Ursa Tiger Zindabad! Ursa Tiger Zindabad! Ursa Tiger Zindabad!